Hallo, mein Name ist Dieter und auf meinem Kanal Was esse ich heute zeige ich mein Rezept dicke Bohnen mit Speck, Salzkartoffeln und Bratwurst. Viel Spaß mit dem Video. Für unsere dicken Bohnen brauchen wir Bratwurst, Speck, natürlich dicke Bohnen, ein bisschen Öl zum Anbraten, Salz, Bohnenkraut, Pfeffer, zwei Zwiebeln, Kartoffeln. Jetzt nehme ich mir erstmal eine Schüssel, um die Bohnen abtropfen zu lassen. So nehme ich mir noch ein Sieb und natürlich ein Glas Bohnen. Wenn das schwer aufgeht, nehme ich mir einen Esslöffel, schiebe den unter den Deckel und lasse die Luft raus. Dann geht das Glas ganz einfach auf und ich kann die Bohnen in das Sieb kippen. Das mache ich jetzt mit allen drei Gläsern. Also immer wenn es schwer aufgeht, einfach den Esslöffel unter den Deckel Luft rauslassen. Dann geht es einfach auf. Und wir kippen das in das Sieb. Das Bohnenwasser brauchen wir noch für die Soße. Dann nehme ich mir einen Topf. Ich werde den Speck jetzt auspacken, weil gar nicht so einfach ist, wie man sieht. Da ich ja eine dicke Scheibe Speck habe und zwei Scheiben Speck, werde ich den in die Mitte teilen, damit ich gewährleisten kann, dass alles gleichzeitig gar wird. Also einfach runterschneiden. Scharfes Messer ist davon Vorteil. Meins ist ja nicht ganz so scharf, aber es geht auch so. Immer schön aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Dann geht das schon. Den Speck werde ich dann auch sofort in die Pfanne oder in den Topf legen, damit er schon mal angebraten werden kann. Jetzt noch die zwei Scheiben aus dem Zellophan befreien und auch anbraten. Das sollte ja alles kein Hexenwerk sein. Währenddessen mein Speck jetzt im Topf anbrät, werde ich schon mal die Kartoffel schälen. Naja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Also Kartoffel schälen werde ich mit einem Sparschäler machen. Zwischendurch, wenn der Speck schon auf einer Seite angebraten ist, einfach mal drehen, damit die andere Seite auch schön angebraten wird. Dann bekomme ich schöne Röstaromen und meine dicken Bohnen schmecken dementsprechend gut. Meine Kartoffeln sind nun alle geschält. Der Speck ist schon schön von einer Seite angebraten. Ich werde ihn aber trotzdem noch mal rumdrehen, weil naja, mir gefällt das noch nicht so richtig gut. Also mit dem Anbraten. Ich brauche halt ein bisschen mehr Röstaromen. Aber das ist Geschmackssache. Jeder wie er mag. Der eine mag ein bisschen heller, der andere ein bisschen dunkler. So, jetzt werde ich meine Kartoffel einfach noch vierteln, damit die auch ungefähr gleich gar werden, weil die ja eine unterschiedliche Größe haben. Also einfach die Kartoffel vierteln. So, jetzt habe ich hier auch geviertelt, habe jetzt die Kartoffel gewaschen und in den Topf Wasser gegeben. Da werde ich jetzt noch, ja, nicht zu wenig Salz reingeben, damit die Kartoffeln auch nach was schmecken. Mein Speck ist jetzt soweit, dass ich den zwischenparken kann auf den Teller, denn ich muss ja noch meine Bratwurst, die muss ja auch noch angebraten werden.
Also auch meine Bratwurst auspacken und in den Topf geben. Ich habe immer noch kein Öl dazu gegeben, weil der Speck hat genug Fett verloren. Und das reicht mir, um meine Bratwurst jetzt auch anzubraten. Ja, gibt halt auch schöneres darum. Also sie wird jetzt nicht gar werden, sondern erstmal nur von beiden Seiten, also von oben und unten. Man kann sich da auch viel mehr Mühe geben, dann kann man von allen Seiten anbraten, aber mir reichen zwei Seiten. Ich werde die Kartoffeln nochmal rühren, damit sich das Salz besser verteilt. Und ja, einfach einen Deckel drauf und Kartoffel kochen. Mein Speck ist jetzt relativ groß gewesen, also lang. Ich werde ihn jetzt nochmal halbieren, dann passt er besser in den Topf. Jetzt werde ich die Zwiebeln schälen. Das heißt, einfach oben und unten die Wurzel abschneiden, in die Mitte teilen. Das mache ich direkt mit beiden Zwiebeln. Dann schälen und in Würfel schneiden. Also ich werde immer die Hälfte der Zwiebel einschneiden, dann nochmal längs einschneiden und mir dann Würfel runterschneiden. Also andere können es besser, ich kann es nur so, aber ich gehe auch schöne kleine Würfel. Meine Bratwurst ist jetzt auch von einer Seite schon schön angebraten. Einfach umdrehen und dann die andere Seite auch anbraten. Unten im Topf sieht man schön braun, also jetzt nicht schwarz, nicht verbrennen lassen, aber schön braun. Das kriegen wir dann gleich auch schön gelöst. Das gibt dem ganzen Essen einen wunderbaren Geschmack. Wenn meine Wurst dann schön angebraten ist, die ist natürlich noch, die ist ja nur angebraten von zwei Seiten, die ist noch nicht durch. Kann man ja auch schön sehen, wenn man die Seiten von der Bratwurst mal beobachtet, dann sieht man, dass die innen noch roh ist. Das ist aber nicht schlimm. So, jetzt nehme ich mir mein Bohnenwasser, was ich hier vorher schön abgegossen habe. Und damit lösche ich jetzt den Topf. Jetzt werde ich mit dem Schneebesen den ganzen Bratenansatz, den mein Speck und meine Wurst auf dem Boden, also auf dem Topfboden hinterlassen hat, schön lösen. Und das bekomme ich jetzt alles in das Bohnenwasser. Und da ist halt der ganze Geschmack drin. Das ist wunderbar. Jetzt werde ich noch zwei großzügige gehäufte Löffel Bohnenkraut in das Bohnenwasser geben. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht drei Löffel, weil drei Gläser Bohnen, aber mir reichen zwei. Will ich ja nicht übertreiben. Die ganze Sache wird noch gepfeffert. Pfeffer nach Belieben, also ich mag gerne Pfeffer, also ich mag jetzt schon ein bisschen. Ja, scharf wird das nicht, aber schön pikant. Wenn einer das nicht so scharf oder pikant haben möchte, dann nimmt halt weniger Pfeffer. Wichtig, wir sind ja hier beim Kochen, immer probieren zwischendurch. Weil Gewürze rein ist kein Problem, Gewürze raus aus irgendwas, gerade Salz, ist immer schwierig. Deswegen immer sich langsam rantasten, einfach abschmecken. Und wenn es einem gefällt, dann ist prima. Ich werde jetzt die
Zwiebeln ins Bohnenwasser geben, ohne die vorher angedünstet zu haben im Fett. Ja, das hat für mich den großen Vorteil. Ich muss nicht zu sehr darauf achten, dass die mir zu schwarz werden. Und den Zwiebelgeschmack bekomme ich ja trotzdem. Ich sag mal so, das ganze Essen ist am ersten Tag prima, aber am Folgetag, wenn es aufgewärmt ist und dann logischerweise über Nacht gestanden hat, fantastisch. Also ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde es halt fantastisch. So, jetzt geben wir unsere Würstchen und unseren Speck wieder in den Topf zurück. Also ich achte immer darauf, dass gerade der Speck im Bohnenwasser liegt, und weil der halt, ja, der braucht halt ein bisschen länger, bis er gar ist als Würstchen. Also auf jeden Fall den Speck mit Bohnenwasser bedecken und nach Möglichkeit die Würstchen auch im Bohnenwasser liegen haben. Ist aber nicht so schlimm, wenn die aufliegen. Aber vor allen Dingen den Speck, weil, naja, gerade die Schwarte, die dauert schon ein bisschen länger, damit die halt auch schön weich wird, weil am zweiten Tag auch viel besser ist. Und so muss man halt ein bisschen gucken. Kommt ja immer auf den Topf an. Ich bin da auch so ein bisschen Tetris am Spielen, dass ich halt meinen ganzen Speck schön verteilen kann und dass der halt, ja, unter Wasser ist. Damit der halt den ganzen Geschmack abgeben kann in das Bohnenwasser und gar ziehen kann. So, wenn ich das gemacht habe, dann werde ich natürlich den Saft, der auf dem Teller liegt, wo die Würstchen und wo mein Speck lag, den werde ich natürlich auch schön in den Topf geben. So, oben drauf kommen dann unsere Bohnen. Die werden einfach nur oben drauf verteilt. Und damit mir nichts anbrennen kann, auf dem Herd werde ich die ganze Sache im Backofen bei 180 Grad, also Deckel drauf, Backofen auf 180 Grad, Topf reinstellen, da kann nichts verbrennen, da kann nichts anbrennen. Das ist alles prima. Mein Kartoffelwasser kocht und ja, wir warten ab. Jetzt waren meine Bohnen schon mal, ja, so 25 Minuten im Backofen. Die hole ich jetzt mal raus. Dazu immer dran denken, Handschuhe anziehen, weil nicht nur die dicke Bohnen sind heiß, auch der Topf ist mega heiß. Also bitte nicht verbrennen. Einfach Handschuhe anziehen oder ein Küchentuch oder irgendwas nehmen, wo man den Topf gefahrlos mit anfassen kann. Jetzt muss ich meine ganzen Würstchen und mein Speck wieder aus dem Topf angeln, weil ich möchte ja noch eine etwas kräftigere, dickere Soße haben. Also das Bohnenwasser ist ja Wasser halt, ne? Sehr flüssig. Also werde ich mir einen kleinen Topf nehmen, Butter darin zergehen lassen, mit Mehl eine Mehlschwitze machen. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich werde so 40-50 Gramm Butter, schätzungsweise sind das, in dem Topf erhitzen und erstmal abwarten, bis die Butter sich verflüssigt hat. Wenn das dann passiert ist, wie man hier schon sieht, gebe ich einen gut gehäuften Esslöffel Mehl hinzu und mache mir eine Mehlspitze. Das heißt, einfach Mehl unterrühren und mit dem Schneebesen glatt rühren, dass man keine Klumpen mehr hat.
Jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, also die Hitze wegnehmen vom Herd, nicht dass uns die ganze Sache da verbrennt. So, wenn das Mehl sich jetzt aufgelöst hat oder verbunden hat mit der Butter, dann mit dem restlichen Bohnenwasser ablöschen und aufkochen. Wenn es aufgekocht ist, hat man eine wunderbare Konsistenz, also unsere Mehlschwitze. Und die geben wir jetzt in den Topf zu unseren Bohnen. Den kleinen Topf, wo jetzt die Mehlschwitze drin gemacht wurde, sofort wenigstens mal mit Wasser befüllen. Am besten direkt abspülen. Wenn man das sofort macht, geht das später viel leichter. Jetzt unsere dicken Bohnen nochmal schön aufkochen. Und wie man sieht, haben wir jetzt eine schöne Bindung für unser Bohnenwasser. Ja. Da läuft mir jetzt schon wieder Wasser im Mund zusammen. Ganz toll. Nochmal gut umrühren und immer wieder abschmecken. Also wie ihr gesehen habt, in den dicken Bohnen selbst habe ich überhaupt kein Salz reingemacht. Das Salz kam nur von dem Bauch, der natürlich Gewürze hat. Der ist ja geräuchert gewesen, also von dem Speck und von den Würstchen. Das reicht aber vollkommen, ich brauche da gar kein Salz mehr extra zugeben. Der Geschmack ist schon prima so. Wem es zu wenig ist oder wer anderes Fleisch hat, ja, nach Belieben halt würzen, eventuell auch mit Salz. Ja, jetzt packen wir unsere Würstchen und unseren Speck, also Bauchfleisch, wieder in den Topf, teilen ihn schön. Aber man kann schon sehen, unsere Würstchen sind schon fast gar. Oder sind bestimmt schon gar. Aber es schadet nichts, wenn wir die noch ein bisschen mitköcheln, beziehungsweise ja, mitköcheln. Ich koche die auch im Backofen. Also ich werde den Topf gleich wieder in den Backofen schieben. Weil da einfach nichts anbrennen kann. Das finde ich viel angenehmer als auf der Herdplatte. Wenn die Herdplatte zu hoch ist, dann habe ich zu viel Hitze von unten und dann setzt mir alles am Boden an. Und im Backofen passiert mir das halt nicht. Schön verteilen. Und jetzt bei dem Speck, der hat ja immer noch die Schwarte auch dran. Ich achte darauf, dass die Schwarte dann unten ist und somit in der Flüssigkeit. Dann wird die schön, ja, schön weich. Ich mag es halt sehr gern, wenn da schön weich ist. Und das ganze Fett, das kann sich jetzt noch schön mit den Bohnen verteilen oder in die Bohnen verteilen. Das ist Hausmannskost. Das ist jetzt hier kein Schickimicki, aber so bin ich halt. So mag ich es. Ich liebe es halt so. Jeder das, was er möchte. Auch hier wieder alles, was auf dem Teller ist, was zurückgeblieben ist, immer schön wieder zurückgeben. Das ist unser Geschmack. Ah, herrlich. Das ist ein richtig, richtig tolles Essen, gerade jetzt bei der Witterung. Also bei uns ist es immer noch ein bisschen kalt. Und ja, ganz tolles Essen. So, jetzt den Deckel wieder drauf. Man kann den Deckel auch ablassen, aber dann geht halt viel Flüssigkeit verloren. Der ganze Dampf ist ja klar. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ich mag es gerne so. Wenn ihr das alles ein bisschen dicker haben wollt, einfach den Deckel weglassen, dann wird das von alleine ein bisschen dicker. So, meine Kartoffeln sind fertig. Die gieße ich jetzt mal ab. Und werde das noch ein bisschen abdampfen, also einfach ein bisschen schütteln.
können die ein bisschen abdampfen. Also nicht abdampfen von wegen weglaufen, sondern abdampfen im Sinne von trocken werden. Jetzt holen wir unsere dicke Bohnen wieder aus dem Backofen. Ich habe die nochmal so 15 Minuten im Backofen gelassen. Und jetzt sind die auch fertig. Die sind ja schon vorgekocht. Also wenn man jetzt frische, dicke Bohnen hat, dann muss man die natürlich viel länger kochen. Dann sollte man die auch im Bohnenwasser erstmal kochen. So, noch ein klein bisschen Angeber-Petersilie schneiden, damit es schön aussieht. Also ich habe mir da ein paar Blätter von der Petersilie abgezupft. Ich schneide die so ein bisschen klein. Naja, das ist auch Geschmackssache. Ich meine, ich mag gerne Petersilie, aber das ist jetzt mehr fürs Auge, mehr fürs Video. Ich glaube, ansonsten würde ich mir nicht unbedingt Petersilie drauf haben. Oder beziehungsweise doch, wenn ich welche habe, dann mag ich sie drauf, aber ich würde mir jetzt nicht extra Petersilie noch kaufen dafür. So, und dann können wir schon anrichten. Also ein bisschen Platz machen. Dann hole ich mir mal einen Teller und dann werde ich erstmal ein paar leckere Salzkartoffeln drauf geben. Zwei Scheibchen von dem Speck. Eine Wurst und natürlich unsere Bohnen. Wenn man es jetzt ganz genau haben möchte, was vielleicht auch klug gewesen wäre, wenn man jetzt nochmal das Fleisch rausnimmt und alles nochmal unterrührt, also nochmal alles vermengt, aber mir reicht ja doch so. Jetzt ein bisschen Bohnen drauf, oder das ist ein bisschen, also. Ich mag gerne dicke Bohnen und von dem leckeren Bohnenwasser, was ja, wo der ganze Geschmack drin ist. Ja, das war schon. Bisschen Petersilie fürs Auge, hat natürlich auch Geschmack, aber vor allen Dingen fürs Auge verteilen. Den Teller in die Kamera halten und das war's. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Tschüss.